Also es ist super gefährlich, was wir da machen. Also so meine Topspeeds sind irgendwas zwischen 65 und 70 km/h. Bringen ziemlich hohe Geschwindigkeiten aufs Brett. Also es ist auch häufig mit sehr viel Adrenalin und auch Angst verbunden. Generell ist es bei dem Sport so, dass man ohne Mut da nicht besonders weit kommt, glaube ich. Es gab schon ein paar hässliche Verletzungen, aber bisher noch nichts Lebensbedrohliches. Aber das heißt nicht, dass es der Sport nicht auch bringen könnte. Ich habe tatsächlich oft Angst um Leonie, weil ich weiß, was alles passieren kann. Sie hatte ja schon auch zwei relativ heftige Verletzungen, bei der sie genäht werden musste. Sie ist gestürzt, hat sich das Kitefoil in den Fuß gerammt und Leonie hat dann sich selbst den Fuß genäht. Ja, genau, war in Polen bei der Europameisterschaft bin ich gestürzt irgendwie, weil da super viel Seegras war und es war aber genau der erste Sommer mit Corona und wir hatten halt immer schon Nahtmaterial dabei, weil ich vorher im OP eben viel als Nebenjob so gearbeitet habe. Habe das sozusagen genäht, Pflaster drauf, irgendwie eingetaped, eine Socke drüber und bin dann wieder kalten gegangen. Und es ist auch ein sehr sauberer Cut gewesen und es ist sehr schön wieder zusammengewachsen und einfach eine ganz schöne, feine Narbe. The south of France, that's where we're going to see the next 6 days of competition in the Formula Kite World Championship. It's the last big one before the Olympic Games. It's going to be 6 days of action here on the beach in here, south of France. Stay tuned because there's going to be a lot of drama and we will bring it to you over the coming days. Es geht um alles. Die letzte Qualifikationsregatta. Wenn das hier nicht läuft, dann könnte der Traum Olympische Spiele auch schnell vorbei sein. Diese olympische Goldmedaille ist, glaube ich, so das i-Tüpfelchen, womit man sich einfach ehren kann als Sportler. Und ja, das ist das große Ziel. Und vor allem in unserer Disziplin eben jetzt so zum ersten Mal olympisch zu sein, da will natürlich jeder dabei sein. Fahr rein. Ich nehme an, dass das ihre letzte Chance ist, weil sie ihre Ausbildung als Ärztin weitermachen muss. Und sie wird ja auch nicht jünger. Also wenn man sieht, wer hier am Start ist, in welchem Alter, weiß man auch, dass es eben ein Sport mit extrem körperlicher Belastung ist. Und das muss man sehen, wie lange man das durchhalten kann. Auf dem Live-Tracking sieht man, dass sie irgendeine Kollision hatte und jetzt schwimmt. Wenn die Kites sich berühren, dann fallen die ganz schnell vom Himmel und dann ist es eigentlich vorbei. Sie kann sich eigentlich keine schlechten Ergebnisse mehr erlauben und das ist jetzt ein Rennen nicht zu Ende gefahren. Ist nicht gut. Dann haben alle den Kite auf mich drauf gelenkt. Ab nicht nur einer, sondern es waren ja, keine Ahnung, 5 oder 6 Leute. Ich weiß nicht mal, Mann. Wer als, also ich habe gar nicht, es war halt in meinem Rücken, ich habe gar nicht die Situation verstanden. Die haben nur alle angefangen rumzuschreien und dann fahren sie kurz hinten alle Kites auf meinen. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Generalprobe muss schief laufen. Oh.